packende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen. Johnny meint. Der Johnny Maroschwöldi, langjähriger Trainer der Ringerriege Hergesil und fundierter Kenner der Ringerszene, analysiert exklusiv für Telenaftere Zentralschweiz die laufende Saison. Am Samstag hat Hergesil daheim gegen Freiamt 18-15 gewonnen. Damit ist der Final gegen Krieseren sicher. Und Willisau hat auswärts gegen Krieseren erneut verloren, diesmal knapper, Nummer 21-17. Der Johnny hat Duell genau unter die Lupe genommen und fundiert analysiert. Der Johnny meint. Letzte Woche in der Halbfinale kommt. Wir entscheiden für Finalteilnehmer. Erster kommt Fringerige Hergis gegen RS Feyant. Wir erwarten einen sehr spannenden Kampf. Auswärts nur zwei Punkte Vorteil haben für Hergisüler, aber relativ gut gepokert für Hergisüler, gut aufgestellt für die Mannschaft. Das Rennen ist gut gelaufen. Schnell laufen in Türen für die Gewichtsklasse. 57 Kilo Greco, Wieser Thomas gegen Will Thomas. Harte Klassiker, wie eine Woche vorher, gleich zwei Ringer für Greco, aber wegen jetzigen Stilartwechsel, jetzt mit 61 Kilo treffen für 57 Kilo. Wieser Thomas ist, muss ehrlich sagen, noch gestiegen vor einer Woche, noch besser beginnend, gerade für den Anfang 4 Punkte Wertung gemacht und das was ganze Kampf entscheidet. Maar de maken nog een voor de tweede ronde en twee punten leider voor 5 seconden voor Ende. Leider onnötig een punt afgeven. Maar Ende, dat is niet passiert, maar dat moet toch ook iets beter maken. Zo is de rij van een Mannschaft voor Hergisuur. Zo is voor het gesamt resultaat 20-16. Voor deze twee kamp 20-16, nog eerste kamp voor Hergisuur. Der Kampf mit 130 Kilo Freistil, Super Martin gegen Gutner Pascal. Super Martin ist gleich Taktik machen wie erster Kampf, probieren für Nuringen, leider das nicht klappt, für Anfang zweiter Runde. In so einer Situation leider einen Punkt abgeben, aber 3-1 gewinnt, 6-1 und 3-1 Mannschaft. Und nachher. Das Schalke noch ein weiterer Aufbau für Hergisüler für Vorsprung 23-17 sind an 2 Kampf. 21 Kilo Freistil, Jungo Pascal gegen Reuternino. Reuternino ist ein sehr guter, talentierter Ringer. 12 Kampf jetzt. Nach Halbfinale nur 2-mal verloren, 10-mal gewinnen. Das ist ein sehr gutes Resultat. Aber was vorher gesagt, auch vielleicht Vorkampf auch ein bisschen besser aussehen für Hergisüler. Wenn wir umgucken, was kann auch schon wissen, mitmachen für den ersten Kampf. Die zweite Mannschaft muss sich für Hergis hier. 4-2 Einzelpunkt. Und nach 3 Kampf relativ gut Aufbau für Vorsprung für Hergis hier. Nach 3 Kampf 25-18 für euch. 97 Kilo Greco. Akos Korica gegen Zuzuk Roman.
4 zu 3 gewinnt für Zufuhr Roman, aber Exim wusste taktische Fehler gemacht für Akos Porica. Anfang machen einen Schulterwurf für 2 Punkte. Nachher machen für 2 Punkte Boden für Zufuhr Roman. Nachher Erwarnung kommt für Zufuhr Roman, 1 Punkt für Akos. Nachher gehen aber für Roman wegen viel Passivität und wegen nicht korrekte Stand für Akos vor 5 Angriffen. Erstes Mal Ermahnung. Diese Fehler machen schon 2. Mal auch, was ist unnötig war. Und so bekommen 2 Punkte und Verwarnung. 2 Punkte für Roman und Verwarnung gegen für Akos. Das ist so alte Fuchs, ist als Umirisches extrem große taktische Fehler wegen Tour-Roman für Stand ist fast keine Chance gegen für Akos. Und Akos fast schenken für diese Sieg für Tour-Roman. So, wie zu Retour kommt, nachher für Freiamt, danach für 4 Kampf, das Gesamtresultat 26 zu 20 für Hergis. Nach 65 Kilo Greco, oder Marco gegen Fokrandi, Freistiller gerungen, Fokrandi 18-0 gewinnt, leider oder Marco 1-2 Mal habe ich die Chance, was nicht wissen müssen. Und auch, ja, mir ist so aussehen, man gesehen für Kampf, etwas habe für Schiedsrichter auch etwas Fehler machen. Wir haben 3 oder 4 Mal ermahnt für Fokrandi für Unsportlichkeit, aber eigentlich nicht geben für Verwarnung. Noch Ende für Match, mal Kollegen für Boden, noch Abpfiff und ja, nachher der. Vielleicht werden wir sehen, für die Zusammenfassung für Kampf dort nachher schon sehen. Noch 5, er ist mit Fuß schon schießen, sozusagen wie ein Fußballer schon schießen für Marco, für Fuß, verstehst du, noch Kampf und das auch ohne Sportlichkeit. Das Normal ist schon möglich, ab sofort weg für Mathe, verstehst du, und disqualifizieren. Aber Schiedsrichter machen gar nicht, keine Verwarnung mit. Mir ist das ist etwas unverständlich, wegen schon besser. Etwas sauber gewinnen, verstehst du, gegen Fokland ist schon besser, sie schon, verdient für sie, aber nicht muss unfair sein und unfair sein. Nachher kommt für Pause, vor Pause noch nicht geholt für Freund, nachher nur 26 zu 23 für Differenz, nur 3 Punkte für Differenz, 3 Punkte für Hergesie. Das heißt, die zweite Halbzeit ist immer noch sehr interessant. 86 Kilo feste Jungo Benno gegen Kühnico. Kühnico ist lang verletzt und das schon gesehen für Kampf. Jungo Benno ist sehr souverän. 7 zu 0, 5 Sieg, 3 zu 0 Mannschaft von Machen. Das ist sehr überragend der Leistung. Und so schon wieder Aufbau für Vorsprung für Hergis 24 zu 23, schon 6 Punkte Vorsprung vor. 4 Kampf für Ende. 70 Kilo Freistil Rüdiger Martin gegen Bucher Michi. Rüdiger Martin verloren gegen Bucher Michi. Aber da ich muss sagen, ich etwas ist für offizielle Seite vorschreiben. Wir schreiben das schreiben für Rüdiger Martin 6 Punkte, aber das ist nicht klar, dass Bucher Michi habe 6 Punkte, Rüdiger Martin 3 Punkte. Für den 1.2 zu 1 Mannschaft für Bucher Michi. Dort ist noch ein bisschen abgekürzt für 30 zu 25 für Hergis Wien. Nachher kommt für eine große Überraschung für Abend. Das glaube ich jetzt schon wieder etwas Vorentscheidung für Kampf. Rüdiger Thomas schon abtrainiert für 80 Kilo. Letzte Wochenende 88 Kilo abgewagt. Und so gewinnt für Shooter. Schulter sind gegen Zufuhr-Roman für Schwergewicht. Jetzt ist die Gewichtsklasse unten. Gehen für Stabil-Posca. Das glaube ich schon ein bisschen eine kalte Dusche. Für Freiamter, wenn man abwagen, schon gesehen. Schuppiger Thomas abtrainiert. Und gerade ein bester Ringer. Gehen für Stabil-Posca. In der Ringen. Schuppiger Thomas. Sehr gute Leistung bringt. 9 zu 0. Gewinnt für Stabil-Posca. Gar keine Sekunde richtige Chance haben.
und das ist fast vor Entscheidung für dieses Duell. Wir haben zwei Kampf vor Ende, so führt für 33 25 für Hergisi. Das heißt, ich habe 8 Punkte Vorsprung habe vor letzter Zweikampf. Das ist fast unmöglich für beides Kampf für Shooter verloren. Und ich habe fast 2 Fuß vor 2 letzten Kampf schon dabei ist für Final für Hergisi. 74 Greco, spannend mal den Patrick gegen Götzmann sein. Erste Runde ist 0 zu 0. Nachher für Pause, schon gesagt für Patrick, das ist sehr wichtig jetzt für die Mannschaft, nicht riskieren, nur weiter schaffen wegen ausgleichen Kampf. Einfach dann machen für Punkt, probieren für Sieg machen, aber wenn schon gemacht für Einzelpunkt, dann nicht mehr riskieren, nur einfach bleiben für 5 Punkte Differenz und dann schon nicht möglich für Duell gewinnen und für gestern Abend auch schon gewinnen. In der zweiten Runde erst einmal noch Pause für 13 Uhr für Götzmann Jayan, aber nachher schon machen auch 3 Punkte für Stodemann Patrick, aber noch 1 Minute für Ende schon machen schon wieder 2x2 Punkte für Götzmann Jayan, aber dort nicht mehr riskiert für Stodemann Patrick noch 3-3, schon weiß, das ist schon genug. Die ganze Mannschaft für Duell gewonnen und gestern Abend auch schon gewonnen. 74 fest identisch ist dann gegen Jakob Manuel. Beide identisch ist dann gestern Abend auch ganz schlecht beginnen. Gerade erste Aktion machen einen sehr schönen B-Angriff für Jakob Manuel. Gerade machen für den Viererwertung. Das ist etwas rot für Istvan. Auch Verteidiger vorbei, ein Schimmer laufen, etwas abkürzen, 2 zu 4, aber für Ende besser gelaufen für Jakob Manuel, machen noch zweimal Playagriff und runterbringen, so ist zusammen 8 zu 2 gewinnt. Das zusammen Resultat ist gestern Abend 18 zu 15, aber für Duell beides zusammen 35 zu 30, das glaube ich schon alle schon sehen, das glaube ich schon verdient. Hier für das Finale für Hergisi wegen beides kommt schon gewinnt. Im Finale ist, wie ich vorher sage, immer alles schon gewinnt. Wir schauen für andere kommt, Wiesau gegen für Jessen. Wiesau auch viel besser gerungen wie Vorrunde, aber so große Vorsprung habe vorher für Jessen. Es ist fast unmöglich, die Linden für Erfen zu holen. Aber etwas zeigt für Wiesau, es ist nicht so schlechte Mannschaft wie unglücklich verloren für erste Kampf. Schon für Einzelgewichtklasse, 57 Kilo Greco, Gábor Molnár gegen Kunz Roger. Gábor Molnár gewinnt 14 zu 10, 2 zu 1 Mannschaftpunkt, aber mir ist speziell unverständlich, relativ spät kommt er für Information. Er muss 57 Kilo machen, nur Dienstagabend für Training gesagt, das vorher nicht gesagt. Und vorher für 61 Kilo muss auch schon abtrainieren. Nachher noch eine Gewichtsklasse noch mehr unten. Das ist klar, das ist für Sache für Jessen, aber ich selber sicher nicht so machen. Aber so führt 2 zu 1 für Jessen. Das heißt, das ist schon wieder weiter Ubau, schon 12 Punkte für Differenz. 130 Kilo Freistil, Hutterjür gegen Reichungsstefan. Reichungsstefan sehr gute Kampf machen, 6 zu 0 gewinnt, 3 zu 0 für die Mannschaft und etwas abkürzt, bleibt für 9 Punkte Differenz für die ersten 9 Punkte für 61 Kilo Freistil, Lidus gegen Zeder Timon, das ist eine große Überraschung für diesen Abend. Noch 2 0 für Lidus. Shooteret für Zeder Timon, was ich selber auch nicht erwarte, und viel entspannender Kampf, klar, ich nicht gesehen für Kampf, aber Ringen ist immer schon dabei, immer schon möglich für Shooter verloren, wegen auch schon schnell passieren. Aber da ist schon wieder 4 Punkte zukommt, ist schon wieder 13 Punkte für Entschuldigung, für
Pjesa. Guter fiel gegen Scheresonger. Das zweite Wochenende, der eine nach dem anderen, so wieder gewinnen, 6-2. Einzelpunkt ist 2-1. Mannschaft und schon wieder weiter Aufbau. Das ist relativ hoch, nachher viel Differenz. Er kommt, positive Überraschung für Rugenbühler, David verloren gegen Heiniger, Roger 10-2. Das ist schon beginnend für Laufort, Jagd für Willisau. Das ist die Pause. Ich habe schon Chance, aber relativ klein. Ein 86 Kilo Freistil, Richard Tobias gegen Riese Marco. Das Riese Marco macht für 86 Kilo, aber die Leistung ist egal, wo macht ein 86, 97 oder 130 Kilo. 15-0 technische Überlegenheit gemacht. Dort ist es noch mehr, schon wieder abgelöst. Für Vorsprung für Pearson. Er kommt für größte Überraschung zu mir, positive Überraschung für Willisau. Dietschemark gegen Portman Tobias 1-8 verloren. Was muss weiß, ist Portman Tobias dieses Jahr ist immer noch verletzt. Der aktuelle Vizemeister gewohnt für 8-1. Ich sage das sehr, sehr gute Leistung für Tobias. Die letzte Woche auch schon gesagt, ich stehe nicht für Willisau. Letzte Woche klar, ich weiß nicht genau, wie schwer für Tobias, aber das schon weiß vor 2 oder 3 Monaten. Die Kadett-Weltmeisterschaft schon gemacht für 63 Kilo. Ich soll nicht verstehen, warum nicht probiert für Tobias die letzte Woche abgekochen für 65 Kilo. Er ist sicher nicht genügend zu verloren wie Bosser Lukas. Vielleicht dort auch schon gewinnen und jetzt nachher für Rückrunde auch sicher viel einfacher aussehen. 80 Kilo. Greco, Dice Damian gegen Rekmut Andreas. Klar ist, Damian ist für Greco-Spezialist. Rekmut Andreas mehr Freistil, aber schon gemacht für seine Einzelpunkt. 8-2 gewinnt für Dice Damian, das letzte 1 für Pearson. Kommt 74 Kilo. Dort ist leider gar keine Chance für Willisau wegen Dice Fabio gegen Hirschischen. 17-2 gewonnen. Und Graf Steven gegen Florege Krian, 15-0. So aussehen Graf Steven auch kommt langsam retour für alte Form gegen Florege Krian, 15-0 abgeputzen. Das ist, jetzt ist nicht so einfach die Sache, aber er ist schon geschafft. So ist das gesamte Resultat 21-17, das heißt schon wieder 4 Punkte. Der erste kommt auch 11 Punkte, das heißt 15 Punkte Differenz gegen für PSM für Final. Sehr überragende Leistung für Pearson, aber final ist immer alles möglich. Das meint der Johnny. Und was meinst du? Schreib uns deine Meinung auf YouTube oder Facebook und lies, was andere geschrieben haben. Bereits am Samstag ist der erste Final. Hergiswil trifft in der BBZ-Halle zu Willisau auf Chriesere und Willisau ebenfalls daheim auf Freiamt. Wer gewinnt? Nicht verpassen, Prognose von Johnny demnächst auf dem Sender. Ringen dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert.